liebe Bücherfreunde, wie ihr ja an der Unterschrift am Titel schon sehen könnt, gibt es heute ein kleines Unpacking. Ich hatte noch ein bisschen Guthaben bei Medi Mops, beziehungsweise wenn man ja bei Momox verkauft, kann man sich einen Gutscheincode geben lassen. Für den Verkauf bekommt manchmal noch so 10%, 15%, 20% on top, dass das Geld bei denen theoretisch ja im Hause bleibt. Und nach meinem letzten Anhaul sozusagen hatte ich am Samstag, ich glaube am Samstag, Freitag, ich weiß gerade nicht mehr, vielleicht sogar es könnte Freitag gewesen sein. Ich glaube Freitagvormittag, hatte ich Lust, ein paar Wunschlistenbücher zu bestellen. Und ja, das Paket ist heute bei mir angekommen. Es ist nicht sehr groß. Es sind, glaube ich, tatsächlich auch nur 3 Bücher, aber ich zeige euch welche. Denn es ist auch ein Buch dabei, was wir in einer Leserunde gemeinsam im September lesen. Und da dachte ich, macht das ja Sinn, euch das jetzt frühzeitig einfach schon mal zu zeigen und euch zu erzählen. So, das Paket ist offen und ich glaube direkt, das erste Buch, das ich hier greife, müsste das Buch sein oder wahrscheinlich auch nicht. Oh, ich hänge hier irgendwo fest. Nein, das ist es tatsächlich noch nicht. Und zwar ein Buch von Stephen King ist auf meinem Sub sozusagen gelandet. Und zwar Sarah oder Sarah, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ja, ich wurde durch die Kingsköpfe auf diese Geschichte ein bisschen aufmerksamer gemacht und denke, dass wir das auch im Herbst so ein bisschen lesen werden. Und es heißt hier so schön, ein Haus, in dem die Albträume lauern. Da ist hinten leider der Aufkleber drauf. Seit dem überraschenden Tod seiner Frau bringt der Bestsellerautor Michael Noonan keine Zeile mehr aus Papier. In seinen Träumen sieht er immer wieder das Sommerhaus in Maine vor sich, das er seit Jahren nicht mehr besucht hat. Nun beschließt er, sich dorthin zurückzuziehen, um endlich seine Schreibblockade zu überwinden. Doch über dem Haus liegt ein Fluch. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Geschichte gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt und hat mich bis jetzt irgendwie noch nie angesprochen. Also die Geschichte hat mir tatsächlich auch gar nicht viel gesagt. Und jetzt war sie eben bei den Kingsköpfen irgendwie im Gespräch. Ich glaube, auch die liebe Sandra hat es aktuell auf dem Sub. Ja, leider keine Preise hier auf dem Lieferschein. Es war nicht teuer. Ich glaube, um die 3-4 Euro. Ich glaube, teurer war es nicht. Es ist die alte Heine-Ausgabe, auch sehr kleine Schrift, wie ich finde. Und es ist die 11. Auflage. Ja, 98 ist die Geschichte. Ja, irgendwie so in dem Dreh. Es sieht tatsächlich vom Buchrücken, also von den Seiten, sehr vergilbt aus. Aber sonst ist es, hat es 3-4 Leserillen. Also ich bin da ja bei gebrauchten Büchern, also ich bin da ja gar nicht kritisch. Hier habe ich tatsächlich so eine halbe Seite, hat so einen Knick. Das finde ich tatsächlich nicht ganz so schön. Aber ich mag es ja, wenn Bücher lebendig aussehen, wenn sie gelesen aussehen. Und auch bei meinen Büchern stört mich das nicht. Und zu dem Preis finde ich das absolut in Ordnung. Und ich meine, das Schlimmste theoretisch ist tatsächlich immer dieser Aufkleber, der ja sich von Medimobs und auch von Rebuy sehr, sehr schlecht abmachen lässt. Zur Lieferzeit, derzeit, in der ich knubble, ich habe es, glaube ich, tatsächlich Freitagvormittag bestellt. Ich hatte da Spätschicht und habe da, glaube ich, auf die Handwerker gewartet. Und heute ist Dienstag, also es ging wirklich super schnell. Ich glaube, ich hatte Samstag schon die Info, wird verschickt. Und heute am Dienstag ist es da. Ja, Sarah, ich freue mich sehr drauf. Eine weitere Stephen King-Geschichte, an die ich mich überraschen lasse, hat um die 635 Seiten. Und ich finde tatsächlich das Cover sehr cool. Also mir gefällt dieses düsterne Grüne sehr, sehr gut. Und dementsprechend bin ich da ganz zufrieden. Huch, Katze. Ja, und dann ein Buch, das ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie, entdeckt hatte und es jetzt schon ein paar Wochen auf der Wunschliste hatte. Und es war relativ günstig, jetzt eben bei Medimobs zu bekommen. Und zwar von Ken Grimwood, Replay, das zweite Spiel. Und hier geht es um jemanden, der Zeit reisen kann, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich lese halt so immer einmal den Klappentext, finde den mega spannend und dachte jetzt auch beim zweiten Mal lesen, das klingt echt gut.
Und ja, es heißt hier, Jeff Winston stirbt am, ja, Aufkleber, am 18. Oktober 1988 in irgendwo. An Herzversagen. Als er das Bewusstsein wiedererlangt, ist es Mai 1963 und er befindet sich in jenem College, in dem er einst seinen Hochschulabschluss gemacht hat. Offensichtlich ist es ihm vergönnt, sein Leben ein zweites Mal zu leben, mit der Chance, es besser zu machen. Doch bald muss er feststellen, dass das Sterben und Wiedererwachen kein Ende nimmt. Ken Grimwoods überragendes Meisterwerk in vollständig überarbeiteter Neuausgabe. Und ich glaube, das habe ich in Verbindung mit der Anschlag irgendwie entdeckt. Weil wir haben ja von Stephen King den Anschlag gelesen, wo es ja konkret um Zeitreisen ging. Und irgendwie bin ich da auf Replay das zweite Spiel gestoßen. Ich kriege den Zusammenhang nicht mehr hin. Und den Anschlag hatten wir ja im Juni gelesen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich da irgendwie drauf aufmerksam wurde. Und es war jetzt sehr günstig zu erhalten bei Medimops. Ich weiß nicht mehr, 2-3 Euro. Und ich fand die Story, ich liebe Zeitreisen. Und ich fand das jetzt auch nach dem vielen Leben von Harry August, hatte ich Lust auf diese Art Wiederkommen nach dem Tod. Und ich finde, es klingt spannend. Und hier heißt es auch, was wäre, wenn man sein Leben immer wieder leben könnte, ein Traum oder ein Albtraum? Dieser Roman ist der erste, der sich dieses atemberaubende Themas angenommen hat und bis heute ist er der beste. Und ich glaube, dadurch bin ich dann auch irgendwie aufmerksam geworden auf Harry August, den ich jetzt letztens erst gelesen habe. Und das ist auch ein Buch von 1986 und die Ausgabe von 2004. Noch eine alte Heine-Ausgabe. Ist absolut, finde ich auch absolut für das Alter und so absolut in Ordnung. Ist nicht so vergilbt wie der Stephen King. Von daher alles okay, finde ich absolut in Ordnung. Und dann ist tatsächlich das dritte und letzte Buch dieser Bestellung das Buch, weswegen ich vordergründig tatsächlich bestellt habe. Es ist nämlich von Dan Simmons, Kinder der Nacht. Das wollen wir im September in der Dan Simmons Lesegruppe lesen. Da haben wir schon Terror gelesen und Root. Und dieses komische Buch mit der Langsamkeit, das ganz schrecklich war. Und wir haben einige Bücher von Dan Simmons auf unserer Lesewunschliste. Und auch ich möchte nach Drood dem Autor auf jeden Fall noch eine Chance geben. Das hier ist ja eher Grusel. Es geht hier nämlich um Graf Dracula. Also es sind hier tatsächlich Vampire, wie wir sie von Dracula kennen. Und es heißt hier, Rumänien nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes. Während der Arbeit an einem Forschungsprojekt fällt der amerikanischen Ärztin Kate Neumann bei einem weißen Junge eine merkwürdige Blutstruktur auf. Sie adoptiert den Jungen und nimmt ihn mit in die USA. Ein fataler Fehler, denn der Junge ist ein Vampir und sein Vater ist kein geringerer als Graf Dracula. Düster, packend, nervenzerreißend, Kinder der Nacht ist einer der spannendsten Romane, die überhaupt je geschrieben wurden. Und ich finde, es klingt nach geilem Horror. Ich liebe Vampire in ihrem Ursprung und kann halt mit Vampiren der Neuzeit, egal ob Vampire Diaries oder Twilight, nicht so viel anfangen. Und ich bin sehr gespannt und glaube, dass Dan Simmons hier wirklich was sehr Geiles uns vielleicht gezaubert hat. Und es ist auch relativ dick mit 650 Seiten. Und Terror war einfach genial. Und ich glaube, wenn er die Atmosphäre aus Terror einfängt und in die Kinder der Nacht irgendwie rüberbringt und dann eben mit Vampiren, das kann gut sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich packe euch die Lesegruppe auch mal unten in die Infobox. Wenn ihr Lust habt, dieses Buch gemeinsam mit ein paar anderen zu lesen, guckt in der Gruppe vorbei. Wir haben auch eine Liste mit Dan Simmons Büchern, die wir weiterhin noch so ein bisschen verfolgen werden. Also es ist auch geplant im Winter, ich denke mal dann Dezember, Januar, Der Berg zu lesen, wo es um die Mount Everest Besteigung geht. Und wer also Lust hat, guckt da einfach mal vorbei. Und da werden wir auf jeden Fall noch das ein oder andere Buch gemeinsam lesen. Und darauf freue ich mich wirklich sehr. Ja, und das war sie jetzt auch schon, die Bestellung. Es gibt ja immer keine Rechnung in dem Karton. Es sind noch so ein paar Gutscheine drin. Tipp 24. Momox, wenn du aussortierst, gibt es einen 5-Euro Bonus. Und aber ich habe, glaube ich, für die drei Bücher keine 12 Euro irgendwas bezahlt. Ich glaube, das teuerste war tatsächlich Kinder der Nacht. Das hat, glaube ich, tatsächlich um die 5 Euro gekostet. Und ich glaube, das andere dann 4 irgendwas und das andere unter 4. Und da bin ich irgendwie auf 12 Euro irgendwas gekommen. Und ab 10 Euro ist ja bei Medimops auch versandkostenfrei. Von daher ist das absolut in Ordnung für mich. Und ich finde die Bücher, also gerade Kinder der Nacht, ist in einem
Top-Zustand, ich finde. Das sieht wirklich so aus, fast wie ganz einmal ganz liebevoll gelesen, nicht eine Rille, beziehungsweise sieht es fast so aus, als wenn es einfach nur im Regal gestanden hätte und keiner je gelesen hätte, wenn ich ehrlich bin. Also bei Taschenbüchern ist das mit den Rillen ja immer ein bisschen schwierig, aber sobald die Aufkleber runter sind, wandern sie ins Regal. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, bei Kinder der Nacht, guckt in die Infobox, in die Dan Simmons Facebook-Gruppe, die packe ich da rein und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem kleinen Unpacking. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch schon. Dann könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben oder auch welche Bücher so bei euch aktuell auf der Wunschliste sind, die hoffentlich dann für euch ganz, ganz bald einziehen werden. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.